Tag 2. It's Wednesday. Aber heute geht die Vorläufe los. Short Distance. 3,6 Kilometer. Dann ist das heute im ersten Vorlauf dran. Darfst du erst ausprobieren? Um 14.40 Uhr. Ich stand um 15.05 Uhr. 3,6 Kilometer, zwei Portagen. Uns wurde gestern gesagt, dass noch Sand aufgekippt wird auf der Portage. Dann hoffen wir mal, dass der Einstieg dann noch besser wird. Jetzt werden noch schon die Sachen gepackt. Dann geht's zur Strecke. Jetzt sind wir nochmal. Also, keine Ahnung warum, aber wir haben bis jetzt kein Geld. Und keine Akkreditierung. Der DKV kein Geld. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir bis jetzt keine Akkreditierung und wir kommen nicht auf Wasser. Und ohne Akkreditierung? Kein Wasser. Kein Paddeln. Und du hast gleich dein Rennen. Und geil. Ich hab gleich mein Rennen. Super. Geil. Das ist zwar schon, wo wir die Akkreditierung herkriegen. Reinhard ist im Teamleader-Meeting. Und Reinhard, wirst du die eigentlich haben? Da ist er. Ich glaub, der holt die jetzt. Ich hoffe, er holt sie jetzt. Oh Mann, DKV, was ist da los? Das geht gar nicht, ey. Alle anderen Teams haben ihre Akkreditierung schon seit 2-3 Tagen und wir haben sie noch nicht mal am Renntag. Geil, Erik? Na, der war geil gerade. Und wir gehen jetzt schnell essen! Und das ist richtig voll! Paddeln war gut. Wir haben zwei nette Leute aus Irland kennengelernt und haben zusammen paddeln. Hey Marie! Die waren super nett, den Namen von dem Jungen habe ich gleich wieder vergessen. Ja, das war echt schwierig. Mein Name ist Quaza Waza, Quaku Kuala Quaza. Da blasa. Das Wetter ist total beschissen. Ja, Wetter ist echt ringerisch. Es ist echt nicht warm, aber sonst macht es mega Spaß. Jetzt Mittagessen, danach geht es um 15 Uhr los. Ich bin voll auf Marie um 13 Uhr. 13.50 Uhr. Und dann hoffen wir mal, dass es gut läuft. Das Wetter wird immer und immer schlechter. Und es sind noch anderthalb Stunden bis zum Rennen. Ich hoffe, dass der Regen dann etwas weniger wird. Oh, Stimmung ist etwas schwankend gerade. Naja. Noch ein bisschen trocken in den Sitz und hoffe, dass es gleich besser wird. Der erste Vorlauf von den Mädels ist gestartet. Auf geht's, Marie. Viel Erfolg. Erste Passage der Damen. Let's go, Wanda! Die Crowd ist da. Yeah. Und stimmungsbereit. Los, Marie, komm, schon weiter! Los, komm, Marie. Fahr hier mit, die hast du jetzt schon wieder. Los, komm, weiter. Schön weiter, Marie, komm. Weiter geht's. Los, Marie, weiter, komm, dranbleiben, komm. Letzte Vorläufe sind abgeschlossen. Marie ist gerade gefahren. Und jetzt sind wir dran. Er ist als Erster und dann ich. Deswegen, Glück alles. Rennen. One of the big players from Hungary, Lucas from France, Rodriguez from Portugal, Troca from Germany, Fernandez from Spain, Christian Matte from Hungary, Graziani, Italy, Diegues from Spain, Svensson from Sweden, and Boulanger from France. And another Spaniard at the top of that, whose name is Palmas. Off they go. Top six, qualified by Wright. Boat 79, Quentin Urban, one of the favourites for these short races. Pardo, rather, from Spain, takes
it for now. Got Balsamo closest to us in the black boat, Italian top, Lindbergh. Got four in the front. Jawohl, Erik, sehr gut, komm! Komm, 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 kämpfe! Komm, Erik! In Group 2, and Pardo is just about hanging on there. We will tell you, I don't think they're going to be out quick enough for this broadcast. Nondescript first heat for him. That was Erik Trocko here, we're seeing there in shot for Germany. Update as soon as we can. So some big names. Weather's clearing up here, so hopefully by tomorrow it will be much better. So, das erste Rennen ist vorbei. Ich bin jetzt 13. durchs Ziel gekommen. Bin jetzt nicht unbedingt zufrieden damit, aber auch nicht enttäuscht, weil die Platzierung war nicht besonders gut. Aber es war auch ein schwerer Lauf, ein sehr schneller Lauf. Und deshalb war es von der Zeit eigentlich ganz gut. Im anderen Lauf wäre es ein bisschen besser gewesen. Ich bin um die 15 Sekunden am Finale vorbei gefahren. Was natürlich extrem schade ist. Aber man merkt, dass noch einiges zu tun ist. Der Start war ganz in Ordnung. Da bin ich noch mitgefahren, aber auf der Strecke ist das Grundtempo sehr hoch. Und ja, gibt es echt noch einiges zu tun. Jetzt ist Sonntag erstmal frei. Samstag ist frei. Und Sonntag geht es aber richtig los in den Marathon und dann versuchen wir nochmal das Beste draus zu machen und zu Berlin nach Hause zu fahren. Schauen wir mal.